Schönen guten Tag und willkommen hier auf diesem Channel. Ich war heute mal an die Humboldt-Universität zu Berlin. Ja, werde euch mal so ein bisschen den Campus bzw. das Hauptgebäude dort zeigen. Aber ich will dieses Video hauptsächlich nutzen, um ja, ein bisschen über mein Philosophiestudium zu erzählen. Ja, also ich habe lange Philosophie studiert oder länger. Ich habe das nie abgeschlossen. Das werde ich euch alles so ein bisschen in diesem Video erzählen. Warum habe ich das studiert? Was bringt das? Pipapo, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bevor ich jetzt losmache, hier an die Humboldt-Universität mal ein paar Eckdaten sozusagen zu meinem Philosophiestudium. Aber Eckdaten sieht so aus, ja, also ich habe 2003 angefangen mit Studieren und damals noch einen Magisterstudiengang Geschichte und Philosophie. Und Philosophie habe ich ja in den ersten Semestern hauptsächlich, würde ich mal sagen, studiert, und da habe ich die meisten Scheine gemacht. Da habe ich eine Zwischenprüfung gemacht und ich habe angefangen zu studieren an der Universität Göttingen. Ja, dann habe ich gleich im ersten Semester ein Seminar in Philosophie belegt, und zwar in stoischer Philosophie, oder eigentlich war es ein Seminar zu antiken Glückslehren. Ja, das war so der Oberbegriff für dieses Seminar. Also man hat sich nicht nur mit der Philosophie der Stoa auseinandergesetzt, sondern auch mit Epikureismus. Also Epikur sagt euch vielleicht auch was. Und noch allerlei anderen so antiken Glückslehren. Und das war für mich auch ein bisschen so der Einstieg in die stoische Philosophie. Und die ist ja ziemlich interessant, auch heute noch. Die hat ja heutzutage so ein bisschen eine Renaissance. Weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Ja, aber heute ist hier und da sind immer wieder Beiträge halt über so stoische Philosophie zu lesen. Was bringt die einem irgendwie? Da gehe ich dann jetzt vielleicht in dem Video hier noch mal ein bisschen drauf ein. So, dann habe ich auch meine allererste Hausarbeit zu diesem Thema geschrieben, stoische Philosophie, im ersten Semester noch, gleich eine sehr, sehr gute Note bekommen, und habe dann auch so ein bisschen Blut geleckt irgendwie, was die Philosophie anging. Im dritten Semester bin ich dann an eine andere Uni gewechselt, an die Uni Jena, und dort ist die Philosophie auch sehr gut vertreten. Ja, ihr kennt ja sicherlich Jena, berühmt nicht nur für Schiller beispielsweise, ja, der dort gelehrt hat, der dort seine berühmte Antrittsvorlesung oder Antrittsrede gehalten hat, auch noch viele andere Philosophen, die dort vor Ort waren. Ich glaube, der deutsche Idealismus war da stark in Jena vertreten, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mich aber in dieser Zeit weiterhin, wie in den ersten beiden Semestern, fast ausschließlich mit antiker Philosophie beschäftigt. Ja, ich habe Platon gelesen oder war in einem Platon-Seminar. Ich habe aber auch versucht, ein bisschen in die Moderne zu schnuppern, und habe Heidegger gelesen. Ja, das war absolute Katastrophe für mich damals, Heidegger zu lesen. Also ich glaube, das Seminar habe ich dann auch abgebrochen. Das war einfach so ein Geschwurbel für mich, was ich da gelesen habe. Sorry, ja, für die Philosophie-Studis unter euch, die das ganz anders empfinden. Für mich war das einfach so. Ja, also das war ganz schlimm eigentlich für mich damals. Und da hatte ich dann schon überhaupt keine Lust mehr, mich da weiter irgendwie so mit der gegenwärtigen Philosophie sozusagen zu beschäftigen, obwohl ich da sicher auch dann einiges verpasst habe. Dann habe ich versucht, Kant zu lesen, ja, ein Seminar zu Kant besucht. Und das war auch totale Katastrophe, ja, aus meiner damaligen Sicht. Und das lag wahrscheinlich gar nicht mal so sehr an den Gedankengängen, die Kant da sozusagen entwickelt hat, sondern das hat ein bisschen was mit der Sprache von Kant zu tun. Ja, ihr wisst ja, Kant, oder ihr wisst ja, zu dieser Zeit war eigentlich Latein noch mit so die Standardgelehrtensprache, ein bisschen vielleicht auch Französisch und sowas, aber überwiegend Latein, und Kant war mit so einer der ersten, die angefangen haben, so eine Bücher halt in deutscher Sprache zu verfassen. Und man merkt halt bei diesen Werken von Kant auch ganz stark, dass der eigentlich noch so ein bisschen in Latein sozusagen gedacht hat und das Ganze dann versucht hat, in deutsche Sprache zu übersetzen. Und dann hat man wirklich da so ganz komplexe, komplizierte Sätze, was für mich dann einfach super schwer war zu lesen. Ja, da musst du halt Ewigkeiten erstmal diese Sätze auseinanderklamüsern und kommst da einfach nicht so richtig rein. Ja, das war für mich damals nichts. Ich habe vielleicht nicht die Konzentrationsfähigkeit in dieser Zeit gehabt, um mich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich war es auch so ein bisschen ähnlich, ja, in der antiken Philosophie, da musst du dann halt griechische Sätze lesen. Ja, also ich habe in der Zeit auch Altgriechisch gelernt und musste es dann immer übersetzen. Oder wenn du dich halt mit Stoa beschäftigst, dann kommst du auch irgendwann mal zur römischen Stoa. Also die Römer haben sich dann auch so
stark ja, mit dieser stoischen Philosophie sozusagen auseinandergesetzt. Stichwort ist hier Seneca, dann liest man da natürlich die Originale in Latein oder die Übersetzungen, die dann auch natürlich sehr ja, schwierig teilweise zu lesen sind, aber das hat mir irgendwie noch anders Spaß gemacht, als dann hier irgendwie Kant zu lesen. So, dann habe ich meine Zwischenprüfung in Jena in Philosophie gemacht, auch zu einem stoischen Thema. Ja, und dann war es das aber letztendlich auch schon. So, dann bin ich eben nach Berlin gewechselt. Ja, da habe ich dann philosophietechnisch, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Also weiß nicht, ob ich da noch irgendein Seminar besucht habe. Ich habe dann höchstens mich noch außerhalb der Uni quasi mit irgendwelchen Sachen beschäftigt. So, das war's mal zu den Eckdaten. Also ihr seht, ich habe mein Philosophiestudium nie abgeschlossen. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal zur Humboldt-Universität, zeige euch da mal so ein bisschen das Hauptgebäude. Ja, sag euch mal, für wen es sich vielleicht lohnt, ja, an der Humboldt-Uni zu studieren und für wen eher nicht. Und dann sage ich euch auch mal, ja, was ich denke sozusagen, für wen es sich lohnen könnte, Philosophie zu studieren, für wen nicht und warum ich das letztendlich abgebrochen habe, ja, und heute niemals wieder irgendwie sowas in der Art studieren würde. Am Hackeschen Markt. Von hier ist es nicht mehr weit bis zu unter den Linden. Ja, das ist das Hauptgebäude der HU. Hier ist aber auch in der Nähe das Studienzentrum der Fernuni. Ja, ich habe gedacht, da gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz hin. Wenn das überhaupt noch hier ist. Ja, ich schau mal. Das ist Fernuni-Regionalzentrum. Ja, wer von euch hier an der Fernuni studiert und hier in der Nähe lebt, ja, der wird sicherlich die eine oder andere Veranstaltung hier drin haben. Was ich gerade noch entdeckt habe, ist hier drüben, ja, gehört zur HU, das Gebäude der Theologischen Fakultät. Ja, da ist gerade eine Veranstaltung am Laufen. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn ich da jetzt vorbeilaufe und hier vlogge. Machen wir ja jetzt mal glatt. So sieht das aus. Sitzen sie alle ganz fleißig hier in der Vorlesung und passen hoffentlich alle schön auf. Übrigens hier drinnen nicht so viele mit Laptop, ja, wie bei mir an der Uni irgendwie, obwohl das Berlin ist. So, ich werde mal zum Hauptgebäude gehen und gucken wir mal da rein und dann erzähle ich euch noch ein kleines bisschen, ja, warum ich mich hier dafür entschieden hatte, damals Philosophie zu studieren. Und was mir das Ganze so gebracht hat. So, also warum habe ich denn damals eigentlich Philosophie studiert? Ja, ganz genau kann ich das heute nicht mehr so rekonstruieren. Ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass ich im Abitur Ethik hatte. Also, aber in Ethik hat man sich damals letztendlich mit Philosophie beschäftigt. Ja, und da habe ich schon im Abitur, ja, weil ich halt einen Haufen Kram lernen musste, mich ja mit Philosophie auseinandergesetzt. Und das hat damals auch einen Anstoß gegeben, ja, dann Philosophie zu studieren. Ja, ich war halt auch schon immer so als Jugendlicher sehr nachdenklich und so. Und da lag es dann für mich irgendwie auf der Hand, hier Philosophie zu studieren. Irgendwie hat es dann auch ja zu Geschichte gepasst. Ja, ich hatte als anderes Hauptfach noch Geschichte. Ich wusste wahrscheinlich auch einfach nicht so richtig, ja, was ich jetzt studieren sollte. Ich wollte auf jeden Fall Geisteswissenschaften studieren. Habe mich dann halt für Geschichte und Philosophie, ja, entschieden, auch weil ich wirklich sehr, sehr viel gelesen habe in dieser Zeit, sehr viel Zeit dann auch in Bibliotheken hinter Büchern und so verbracht habe, ja, was mir dann später auch auf die Füße fallen sollte. Ja, übrigens, ich habe ungefähr 10 Jahre hier in Berlin gelebt, ja, aber hier in Mitte, wo ich jetzt bin, halt hier haben wir beispielsweise einen Dom, ja, das sind so die ganz typischen Touristenplätze, hier war ich fast gar nicht. Ich war immer nur in Friedrichshain, Kreuzberg unterwegs. Witzig eigentlich mal hier lang zu laufen. Und auch im Studium, ja, war ich ganz, ganz selten hier in Mitte unterwegs, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe dann auch nicht mehr viel studiert. Ja, ich hatte meine Hauptstudienzeit ja, überwiegend hier in Jena, was ich vorhin gesagt habe. Und in Göttingen dann auch. Ja, hier in Berlin habe ich dann nicht mehr so viel gemacht.
Und dazu komme ich auch, und damit komme ich jetzt auch zu einem Thema, das ich noch ganz kurz ansprechen wollte. Wenn ihr überlegt, ja, Philosophie zu studieren, machtet, oder generell auch hier in Berlin zu studieren, machtet bitte auf keinen Fall hier an der Humboldt-Universität. Ja, das ist halt eine krasse Massenuniversität. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Studierenden oder wie hoch die Studierendenzahlen hier momentan sind. Ja, aber das war bei mir schon eine krasse Massenuniversität. Ich meine, in einem Fach wie Philosophie, da habt ihr jetzt nicht so einen riesigen Andrang. In Geschichte war das schon ein bisschen mehr, ja, viele Lehramtsstudenten und so. Und Philosophie gibt es natürlich auch einen Haufen Lehramtsstudenten. Es geht noch, ja, es ist jetzt nicht so wie in BWL oder Rechtswissenschaften, aber trotzdem. So, dann kommt hier an der Humboldt-Universität dazu, dass die Gebäude einfach zu krass über die Stadt verteilt sind. Es gibt hier das Hauptgebäude, da hat man halt, oder hatte ich einen Haufen Veranstaltungen. Dann gibt es so einen Haufen Nebengebäude, die hier ja irgendwo dann überall liegen. Und dann muss man dann von Veranstaltung zu Veranstaltung schnell hetzen mit der U-Bahn hier, irgendwie durch die Stadt kommen und so. Die Bibliothek ist super, ja, da gucken wir auch gleich nochmal hin an sich, die neue. Aber auch da die Bibliothek, dadurch, dass es so eine riesen Uni quasi ist, ist es saustressig, dann da irgendwo einen Platz zu finden, die Literatur zu bekommen, die man braucht. Und das macht alles keinen Spaß. Also wenn ihr hier irgendwie unbedingt in der Stadt studieren wollt und studieren müsst, dann geht vielleicht an die Freie Universität. Ja, dann seid ihr ein bisschen außerhalb. Ich glaube, da ist der Campus auch einfach nicht so zerstückelt wie hier. An der Humboldt-Universität oder geht an eine private Hochschule. Hier irgendwo in der Stadt gibt es ja auch einen Haufen private Hochschulen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Technische Universität ist, das glaube ich, also die Fachhochschule hier in Berlin, oder ob es auch mehrere Fachhochschulen gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da ist es vielleicht nicht ganz so anstrengend, oder studiert einfach nicht in Berlin halt. Dann eignet sich halt so eine kleine Stadt, ja, wie Jena beispielsweise, wo ich studiert habe. Göttingen ist auch ganz okay, um einiges mehr als hier die Humboldt-Universität. Ja, was hat mir das Philosophiestudium eigentlich gebracht? Mit vielen, vielen Jahren Abstand dazu muss ich sagen, nicht wirklich viel. Ja, also erstmal, so ein Philosophiestudium ist eine ganz krass intellektuelle Sache, und intellektuell heißt total verkopft. Ja, man denkt halt einfach sehr viel, und da hatte ich natürlich gewisse Benefits, sage ich mal. Ja, also man macht halt einen Logikkurs beispielsweise, auch wenn ich den mit sehr, sehr schlechten Ergebnissen bestanden habe. Ja, also man macht einen Logikkurs, denkt oder lernt so ein bisschen logisch zu denken, logisch zu argumentieren halt vor allem auch, und setzt sich auch in dieser Hinsicht dann so mit Sprache auseinander, was mir auf jeden Fall was gebracht hat, auch fürs Schreiben und so weiter, fürs wissenschaftliche Arbeiten. Ist es ganz sinnvoll, sich da mal ein bisschen mit Philosophie zu beschäftigen. Das nützt mir jetzt auch was, ja, wo ich mich mit Rechtswissenschaften auseinandersetze, weil da gibt es halt sehr viele Überschneidungspunkte, eben durch diese intensive Beschäftigung ja mit Sprache und ja, diesem Auseinanderklamüsern von Sätzen und so weiter, ist mir jetzt aufgefallen halt im BWL-Studium, wo ich mich mit Rechtswissenschaften auseinandersetze, ist gar nicht so weit weg der Schritt zur Philosophie. So, was hat mir das noch gebracht? Einfach, ja, zu verstehen. Ja, wie soll ich das ausdrücken? Einfach, diese Verkopfung hat bei mir auch dazu geführt, und dieses viele Lesen, Verstecken hinter Büchern, ja, dass ich letztendlich krank davon eigentlich geworden bin. Also ich habe hier mal ein längeres Video auf diesem Channel über Burnout gemacht. Ja, und ich weiß, dass es halt vielen Philosophiestudenten, die ich da kennengelernt habe, so in dem Studium nicht viel anders ging. Ja, die waren halt alle total verkopft und haben wenig einfach ihren Körper auch eingesetzt. Ja, man kann auch mit dem ganzen Körper denken. Ja, vielleicht mache ich da noch mal ein eigenes Video dazu. Das habe ich auf jeden Fall gelernt in dieser Zeit, dass man nicht nur mit dem Kopf denkt, ja, und nicht nur mit den grauen Zellen, sondern auch, ja, irgendwie mit dem ganzen Körper. Und dann musste ich halt erstmal die Jahre später sozusagen auch lernen, meinen Körper einzusetzen, Sport zu machen, mich zu bewegen, Sport auch fest in mein Leben, in meinen Alltag zu integrieren. Das habe ich sozusagen ein bisschen aus diesem Studium mitgenommen. Noch ein anderer Grund, ja, warum ich aufgehört habe, ja, Philosophie zu studieren, war, dass ich auch ein bisschen enttäuscht war von dem Studium, mir andere Sachen halt erwartet hatte. Das hat damit zu tun, ja, dass mir ganz krass bewusst geworden ist, wie eitel das Ganze auch ist. Also wie eitel manche Profs beispielsweise dann auch sind in den Vorlesungen, in den vielen Diskussionen da.
wo es dann immer nur darum ging, sozusagen in der Diskussion halt Recht zu behalten. Ja, wo es weniger um die Wahrheit an sich geht, ja, Wahrheit ist ja so ein Thema in der Philosophie, was ist Wahrheit und so weiter, als ja, häufig viel mehr darum sozusagen, wer hat nun Recht, ja, oder wie setze ich jetzt mein Recht irgendwie durch, ja, oder das, wie setze ich jetzt meine Wahrheit anderen gegenüber durch, ja, das ist vielleicht noch so ein Punkt, den ich gelernt habe durch dieses Studium, ist, dass jeder ja, seine eigene Wahrheit sozusagen hat. Wie gesagt, diese Eitelkeit, die hat mich dann irgendwie abgestoßen. Es gab ein so ein Erlebnis, so, das war auch ganz prägend halt für mich und meine Einstellung. Das war ein Seminar, da ging es um Ethik, glaube ich, bei Platon. Ja, also ich habe mich dann auch ein bisschen mit Platon beschäftigt. Und da war so ein Seminar. Ihr müsst euch vorstellen, ja, das Seminar, der Seminarraum lag sozusagen ja, im Erdgeschoss, da konnte man von draußen reingucken, so wie eben halt hier in dem Religions-, also wo die Religionsvorlesung gerade war, konnte man unten reingucken und auch reinkommen, ja, und dann sitzen wir da halt in der Gruppe und diskutieren irgendein Ethikzeug und da kommt auf einmal ein Obdachloser rein, mitten in das Seminar, ja, kommt da rein und fängt halt an zu betteln. Ja, alle wären natürlich erstmal ruhig, keiner sagt mehr was. Selbst unser Dozent und Prof, ja, war einer der Profs, glaube ich, an der Hochschule, sagt auch nichts mehr. Und ja, der kommt da rein und stammelt halt so ein bisschen rum. Müsst ihr euch vorstellen, so ein richtiger Obdachloser halt, wie man sich so klischeemäßig fast schon vorstellt, ja. Total zauste Haare, dreckig, ja. Müffelnd sicherlich auch und so. Und betrunken natürlich. Und kommt da rein und bettelt halt nach einem Euro einfach nur, ja. Da saßen halt, keine Ahnung, 20 Leute oder so drin in dem Seminar und haben da über Ethik, ja, und ethische Weltanschauungen so diskutiert. Und ja, und der Prof dann einfach nur so, ja, wir haben jetzt ein Seminar, so, sorry, keine Zeit und sowas für sowas. Ja, und schickt den dann halt wieder raus. Ja, und alle total angespannt die ganze Zeit. Und als er dann raus war, alle wieder entspannt und zum Glück ist diese Situation vorbei. Und das war mit für mich so ein bisschen Wendepunkt, auch gedanklich habe ich mich dann so angefangen halt, ja, von der Philosophie und von dem Philosophiestudium zu trennen, weil ich so dachte, alter Schwede, das ist doch wirklich nur Gelabere halt hier, was wir machen so. Da macht halt keiner was wirklich, außer irgendwie blöd rumzulabern, sag ich mal, ja, und Ethik und sowas zu diskutieren, aber dann halt nichts zu machen, nichts umzusetzen, ja. Und wir haben dann auch in dem Seminar direkt dann nicht mehr darüber geredet, halt über diesen Moment, wo das ja total interessant eigentlich gewesen wäre, mal diese Situation, diese Gruppensituation auseinander zu klamüsern, ja. Ich habe dem ja auch keinen Euro gegeben in dem Moment. Ich war auch froh, dass er dann halt wieder raus war, sozusagen, und diese angespannte Stimmung sich dann wieder aufgelockert hat, so, und alle ein bisschen gelacht haben und sowas. Ja, aber keiner hat dann darüber geredet, sozusagen, wie krass das auf der einen Seite ist, dass es halt Obdachlosigkeit gibt und sowas und dass da jemand nach einem Euro bettelt, keiner gibt ihm was. Dieser Gruppendruck dann sozusagen auch, ja, hätte ja einer mal den Anfang machen können, ja. Aber dann, weiß nicht, ob das dann jemand gesagt hat, ob es der Prof sogar gesagt hatte. Ja, aber dann haben natürlich alle so diese Klischee-Vorstellung im Kopf, ja, der kauft sich doch dann sowieso nur Alkohol davon. Also das war so ein kleines, so eine kleine Anekdote irgendwie von meinem Erlebnis, wo ich mich dann auch so gedanklich halt von der Philosophie getrennt habe. Und heute würde ich das niemals nochmal studieren in meinem Leben, ja. Ich weiß, es gibt einen Haufen Leute unter euch, die sind halt auch sehr intellektuell, die haben halt Bock auf so ein Studium. Macht es auf jeden Fall, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt. So, vielleicht kommt ihr auch irgendwann mal an einen Punkt wie ich. Aber ich rate euch wirklich nur eins, macht auch Sport, ja. Bewegt euch auch. Wenn es nur Kraftsport ist oder sowas, am besten irgendein Sport an der frischen Luft, vielleicht eine Mannschaftssportart, Fußball und sonst was so, aber macht nicht einfach nur sozusagen denken und ich garantiere euch, ihr werdet dann auch die besseren Philosophen, wenn ihr anfangt, sozusagen nicht nur mit euren grauen Zellen zu denken, sondern wirklich mit jeder Zelle in eurem Körper. Also,
So, hier bin ich jetzt am Gebäude der Humboldt-Uni. Wenn ihr in Berlin seid, schaut einfach mal selber hier vorbei und guckt euch das Ganze mal an. Ist schon ziemlich pompös, ja. Verglichen jetzt mit den anderen Unis, die ich kenne, ist das vom Gebäude her hier und so schon mit das Krasseste. Dieser Spruch, ja, von Karl Marx, die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ja, genauso sehe ich das auch. Es ist letztendlich nur Wortspielerei, ja, was man mit so einem Philosophiestudium macht, beziehungsweise mit so einem Studium der Philosophiewissenschaft. Ich will nicht sagen nur, ja, es kommt dann eben darauf an, auch was daraus zu machen. So, hier im Hintergrund haben wir noch diese, naja, ich sag mal, übertrieben große Humboldt-Bibliothek. Ja, tolles Gebäude, sicherlich auf jeden Fall mal ein Besuch wert, ja, wenn ihr hier touristisch unterwegs seid. Aber wenn ihr interessiert seid am fokussierten Lernen, ja, ist die hier aus meiner Sicht jetzt nicht, ja, unbedingt geeignet. Aber schaut es euch mal an, wenn ihr hier in der Nähe seid. Ja, gut, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt auch mal aus diesem Vlog. Ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf diesem Channel. Stanner, euer Wolf.